So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Wir spielen ja jetzt seit einer Weile als Triglav und haben jetzt hier die Krähe das letzte Mal gefunden, die einem diese Götterquest gibt, was an sich ganz praktisch ist. Haben so ein kleines Lichtbringerdorf mal ausgemerzt. Ich finde, das ist eine legitime Lösung von gewissen Problemen. Und ja, wir. As you recover from yet another nasty tremor and look around you, Ach, die you Geschichte. approach the map. Ja. Ah, well, Skip story, wer I'm looking. kennt's? Well, the way I. Yes, you're Ja, glassed. look into it if you can. So, zack. Oh, es ist Frühling, das ist schön. Ghostly Axe finde ich jetzt erstmal wichtiger als Outmaneuver. Er hier kann ein noch orkischerer Ork werden. Das klingt für mich nach einer Alternative zu einfach nur noch besser sammeln. Wobei das durchaus auch nicht schlecht ist, wenn der gut sammeln kann, aber das kann er inzwischen schon so gut. Oh, hier ist noch eine Ruine, die würde ich vielleicht gerne noch vorher mitnehmen. So, safer areas, ich möchte mich nicht verletzen. Monster Shield. Ist das vielleicht besser als ein Schild, den gerade irgendjemand hat? Hat der Krieger nicht sogar ein Schild? Ja. Ist genauso gut, sogar ein bisschen leichter. Das heißt, das kann ich im Zweifel der Heilerin geben. Jo. Oder haben wir sonst irgendjemanden mit dem Schild? Also er hier hat ein Zweihandschwert, weil ansonsten. Da stehst du eine Waffe! Theoretisch wäre es für ihn aber auch gar nicht mal schlecht, eine Fernwaffe zu nehmen. Aber damit macht er halt insgesamt mehr Schaden und er hat. Das Ding erhöht ja auch passiv Shielding. Also. Passt schon so. Gut, dahin. Bis wir da sind, sind die Charaktere auch wieder relativ fit. Um nicht zu sagen, schon fast wieder voll geheilt. So. After a violent storm, many trees lie fallen. You see a swarm of crows circling one such tree. And when you get closer, you realize the nest has also fallen. And the birds are trying to move what they can to another tree. Ja, Angriff! Mach mal platt! You defeat the crows and loot the nest in peace. Take what you can and leave. Yep. You discover a wounded crow, and when you heal it, the bird decides to follow your path. Ding gibt Perception. Das könnte was für den Jäger sein. Quatsch, hier. So. Beziehungsweise. Ach, der hat schon einen Wolf, der gibt mehr. Ne, der macht nur ein Perception. Der macht ein Perception und zwei Ritschus. Dann ist der für den Serker vielleicht besser. Der hat ja sowieso schon 8 Rituals vorher gehabt und die anderen haben da deutlich weniger. Was heißt deutlich, aber relativ viel weniger. So. Wir machen jetzt hier weiter mit Rüstung. Also, das hier wird eine handwerklich begabte Truppe sein. Und wir schauen jetzt erstmal, was wir hier machen können für diese Turmoil-Nummer. You come to the abandoned ruins of a stone-built shrine, which some would call a temple in the Western dialects. Apart from the silence and dust, you see surprisingly few signs of decay. There are two distinct places of offering in the center of the shrine. You see symbols similar to those of the cosmic pantheon, but you do not recognize the deity worshipped here. Als Serka, examine the symbols closely. These markings are related to the old supreme god Perun, often called the Father. He was the god of thunder and husband to the creator of the pantheon, Mokosh. As powerful as they were, centuries ago, not long after the great victory of the Awakening, they simply vanished. What is odd, though, is that these markings are not quite right. They seem merged with another, and you see markings suggesting an offspring, rather than the god himself. Examine the second part. This one is even more obscure. Your teacher told you once of the Lady of Death and Rebirth, a mistress of winter that sacrificed herself each cycle to bring about spring. Morena or Marzana was her name. Perhaps this shrine is a place of worship for a child of the two gods. Thus, the two altars will likely honor turmoil for Perun and nature for Morena. You know that you need to place an offering on only one of the altars. For the offering of the turmoil, which is your lead domain, offer any melee weapon as tribute, as you do not have a good one to offer. Naja. A generous amount of cooked food is appropriate for any divine offering. Nein. An offering of a little cooked food is appropriate for any divine tribute. Nein.
You don't feel that you have the right tribute. Either your weapons need to be crafted from better materials, or you need to bring more food, leave for now. Offer the ultimate sacrifice to appease any god alive. Nein. Wir suchen einfach erstmal nach einer besseren Waffe. Beziehungsweise wir können ja auch lernen, welche herzustellen. Ich schaue gleich mal, wie hart es eigentlich ist, die Stingers zu besiegen. Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich inzwischen? Ja, im Zweifel können wir es trotzdem nochmal brauchen für Sachen. Nahrung können wir weiterhin nichts herstellen. Aber immerhin ist die Moral super. Und ich stelle jetzt mal das wieder so weit aus. Also, ich vergesse. Sammelt, was das Zeug hält, Leute. Hier. Brute Force, also Hurry Up ist zwar nett, aber Brute Force bringt im Zweifel mehr. Pack of Beasts approaches. Ja, Hunter, zack, platt. Gibt wieder Fleisch und Knochen und den ganzen Kram. Den ganzen Kladderadatsch. Müssen wir mal schauen, was wir bei den Stingers machen können. Hier können wir jetzt zumindest mal das Fleisch weiterverarbeiten. Was eine sehr nützliche Sache ist. A terrible storm with violent flashes of bright light catches you on the open road. Luckily, you see the ruins of an old manor house, perhaps even a small castle back in the day. Its walls are sturdy enough to give good shelter. Take cover. You hide in the old ruins, and the storm rages outside, yet does not enter this place. However, you hear a forceful, bellowing voice. This is my home. How dare you intrude? Ask who is speaking, insist that you're no threat, you only wish shelter. I am a chort. I am the master here. Go now, before you bear my anger. Ja, komm, wir machen mal das hier. Offer your companionship a good song, a tall tale and laughter. The chort is bewitched by your song and music. Wonderful, wonderful. Will you not teach me how to play? Das kann positiv, aber auch negativ ausgehen, aber komm, wir nehmen es mal an. Agree. You teach the chort to play music and he's enthralled with it. But being a fickle demon, he tricks you into playing his games. You feel that long hours, if not days, have passed in this place and your spirit feels tattered. But at least the chort rewards you for your tutelage. The storm outside settles and you're free to go. Ja, das war jetzt eher negativ, aber immerhin, wir haben zwei Schmuckstücke bekommen, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Gerade das hier. Destiny und Perception. Kriegst du mal, weil Hurry Up ist Blödsinn. So, du hier. Ja komm, Weapon Block, warum nicht? Und hier Hurry Up, komm, damit die Dinger irgendwo getragen werden. So, wir machen die Spinnen platt und dann schauen wir, ob wir hier die Stingers realistisch erledigen können. Ich wundere mich nur, dass wir bisher keine Scavengers gefunden haben, sofern ich mich richtig erinnere. Naja, auch wurscht. Oh! Spider-Boy wird erwachsen. Also jetzt hier Warrior, Hunter oder Chance. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Chance, weil das am besten auch bei dem kleinen komischen Vogel passt. Your child has always been different. Wer hätte das bei einem namens Spider-Boy erwartet? Allow fate to guide their path completely. The path of fate is ever spinning in chaos. The child is sent away into darkness and from it they will emerge anew. Begin their trials. Your child was actually a changeling and has now grown into a demon, but they are just as loyal to you and your gods as before. Interessanterweise wieder ein weiblicher Dämon. Willi. Gut, ich beschwere mich nicht drüber. Ist immer noch creepy. Rejoice. Aber zählt jetzt nämlich als Woodfolk, was auch praktisch sein kann. Wir müssen dann nur schauen, bei den Sachen, die der jetzt als Willi bekommen hat, automatisch. Flying Demon heißt Energy Disturb. Das heißt, der Zauberstab ist jetzt nicht mal unbedingt so das krasseste. Ja, wobei, ist stärker als das, was der was den normalen Angriff angeht. Hat aber eine 10er Stärke. Da ist eine Nahkampfwaffe schlichtweg besser. So, das oder
Clay Battle Axe. Stellt euch mal vor, da kommt so ein Viech mit einer riesen Axt auf euch zugeflogen. Das hat doch was. Er braucht halt noch eine Rüstung. Schauen wir mal, was brauchen wir für die Stingers? 4. Wie gesagt, wir versuchen eine gewisse Anzahl an Siedlungen zu vernichten und da fallen halt die Stingers jetzt auch runter. So, the Stingers' Lair is destroyed, its inhabitants are dead. Gibt minus 20 bei den Stingers, wer hätte es erwartet? Die werden uns jetzt auch angreifen, typischerweise, wenn wir in die Nähe kommen. Moment mal. Ach, für Lightbringers können wir auch noch dahin jetzt. Das sollten wir auch mal machen. Vor allem haben wir da jetzt aber auch ordentlich wieder was an Nahrung bekommen, was eigentlich eine gute Sache ist. Beetle Jelly. Machen wir mal wieder Galert. A black cat crosses your path. Spit over your left shoulder 7 times before working onwards. This should stop any bad luck. This could be a demon cat form. Place a small offering and food on the road. If the cat comes to you, it will be good luck. If it walks on, it will bring misfortune. Komm, wir probieren's. The cat walked towards you, so expect luck to come your way soon. Leave. Your home is visited by a black cat at night, and somehow you know you met this one before. It purrs and lingers in your household, avoiding direct contact, yet observing you constantly. Observe the cat to make sure it doesn't do anything bad. The cat sits by a person who was unwell, and in the morning they feel much better. Give the cat some food and thanks. Hätte wahrscheinlich irgendwie Krankheiten oder sowas geheilt. Poison Throwing Dagger. Na, bringt nur in Social Challenges bei ihm so gar nichts. In Physical, na komm, besser als nichts. Level-Ups sind teilweise nicht so das Wahre, aber oft schon. Ach, die Geschichte. Approaching to talk. Ja, die Sache. Das, wir kennen die Geschichte eigentlich. Das haben wir einmal gemacht. Ich möchte es eigentlich nicht machen. Ach nein. Das war jetzt dumm von mir. Weil ich da absolut nicht stark genug für bin, wenn ich das jetzt mache. Es werden wahrscheinlich jetzt welche abhauen. Deshalb eigentlich... Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, weil wir werden jetzt Charaktere haben, die auf einen negativen Wert gefallen sind. Der ist bei 0. Ja gut, der Chosen wird wahrscheinlich nicht abhauen. Der ist auf minus 5. Die ist auf minus 1. Die Moral ist zwar super, aber ich will das eigentlich nicht. Das war eine dumme Idee. Ich hoffe einfach, dass jetzt nichts passiert. Okay, das hat geklappt. Perfekt. Dann dürften jetzt alle wieder positiv sein. Der Jäger hoffentlich auch. Der Jäger ist bei 9 wieder. Perfekt. Wir haben es im Wesentlichen geschafft. Puh. Das ist diese Sache mit dem kümmert euch um was anderes jetzt gerade. Das ist halt Hauptquest. Das will ich eigentlich gar nicht. Hauen wir erstmal ein paar Spinnen tot. Oder sonstige Viecher. Oh. You walk through the forest and realize that the shrubbery beneath your feet is in turmoil as if it was alive. Forest Demon Elf. Speak to the forest folk and ask what is amiss here. Various pine cornets, little sprites of the woodland, perk up and speak. Ah, forest folk! Holy crickets, good you spoke. Sorry. What are you sorry for? We didn't do anything. Yeah, we were gonna nod and ask whether there were there is any forest news. Nothing much, but there's a bad bell. Nein, there's a bad bear lives over yonder. He ate a bunch of us. Kill it maybe? Ja, komm. Kein Problem. The bear submits to you and you may now call on its prowess. The pine cornets are happy. Thank you, yay! Wir haben einen Bären. Gefällt mir. Und hier ist halt wieder die Sache mit den Lichtviechern. Kein Problem. Ne, Quatsch. So, wer kriegt den Bären, ist jetzt die Frage. Am besten... Also Kinder haben wir gar nicht mehr. Aber irgendjemand, den wir eigentlich nicht direkt in die erste Reihe beim Kämpfen stellen wollen. Ansonsten haben wir jetzt hier zum Beispiel was, was vielleicht einem Ork besser zu Gesicht steht nochmal. Muhaha.
Dann könnte ich überlegen, ob der Krieger hier stattdessen das Schwert nehmen möchte. So. Hat auf jeden Fall was. Ja, damit kann man arbeiten. Ich muss nur kurz mal schauen bei ihm hier. Ja gut, der hat halt Intelligenz so hoch, dass der Ice Spike einfach richtig krank reinhaut, wenn der in Physical Challenges mitarbeiten darf, beziehungsweise in Kämpfen. So, da haben wir nochmal Schwein gehabt, dass keiner da abgehauen ist. Level up für den Heiler. Wits, der ist inzwischen ziemlich früh dran immer, oder? Ich muss den mal vergleichen mit den anderen. Wie viel Wits haben die jeweils? 8, 3, 1, 5, 3, 3, 5, 9. Ja gut, Winddämon gilt nicht. Hier sind noch Stingers. Oh. You find a small secluded pond surrounded by high grass and weeping willows bowing their sorrowful heads into the silvery surface. There's a figure sitting on the shore, hunched and clearly deep in thought. Ach, wir kennen das. Das ist die Sache mit dem Mondtänzchen. Natural Pool, ja. Demon Deal. Agree to help with the problem, wir kennen es. Ja, Physical Challenge, also einfach die Sterne entlang hüpfen. Und jetzt, keep your concentration. Wir kriegen erstmal, oh, Elfenartefakt, ein ziemlich gutes. Und leave. So, und hier haben wir wieder Stingers. Die können wir halt einfach allein schon für die Nahrung und die Erfahrung umnieten. Interessant übrigens, dass die Vila oder Willi oder wie auch immer immer noch Spider-Boy heißt. Das ist so bescheuert einfach. So, die greifen uns jetzt auch bewusst an. Damit nehmen die uns einiges an Arbeit weg. So. Destiny hier. Strength of the Swarm ist eine ziemlich gute Sache. Wisdom. Dive Attack. Ja, komm, ist immer noch ein Angriff. So, wir schippern wieder rüber. Wenn man das so nennen möchte bei der Strecke. Was können wir jetzt noch kochen? Wollen wir noch was an Beetle Jelly? Pudding! Oh, wir werden angegriffen. Oder besser, wir werden überzeugt. Oder auch nicht. Mysticism? Hat er sogar gar nicht mal so wenig. Vielleicht kriegt der irgendwann ein Buch oder eine Schriftrolle oder sowas. So, Eber. Leergeräumt. Ordentlich was an Fleisch und Knochen und so abgegriffen. Hier haben wir wieder Lightbringers, darum kümmern wir uns auch. Turmoil or Light, zack. Da kriegt man halt auch wieder richtig Ressourcen von. Da vorne ist dieses Lightbringers Dorf. Ob wir das platt kriegen, ist die Frage. Aber generell, man kann mal hinlaufen und schauen, was für eine Kraft man dafür aufbringen muss. So, Eber greifen uns an, glaube ich. Young Boar, hier steht dann halt Young Boar. Hunted for the good meat and leather, but even a young boar can be very dangerous when rattled. Bite. Ach, das hat ein neues Sprite. Bite. Ah, okay. Jetzt hier. Wild Boar. Wild Boars typically travel in packs, which makes them formidable prey, even for a skilled hunter. Kein Problem. So, jetzt müssen wir definitiv anfangen zu überlegen, dass wir gute Waffen herstellen wollen. Ich würde Schwerter erstmal nehmen und auf Zweihandschwerter skillen. Dass wir dann sagen, wir bauen uns ein sehr gutes Zweihandschwert, das wir dann als Opfergabe benutzen können für unsere göttliche Quest. Okay, jetzt hätte ich hier vielleicht vorher in kleineren Schritten gehen sollen, damit wir noch die Ruine abgrasen können auf dem Weg. So, und hier machen wir nochmal ein bisschen Marmelade. Weil wir es können.
So. Hier noch die Ruine mitnehmen. Investigate. You find the ruins long abandoned and looted many times over. Just as you're about to give up, you discover a hidden entrance to an underground chamber, protected by a huge heavy slab of stone that once may have been a doorway. Come use your muscle to break through, wir sind ja Krieger. Oh, das war keine gute Idee. The stone slab cracks under the pressure of your brawn, but it crumbles so utterly that you fall into the corridor with the rubble. You see a dark corridor leading deeper down. The air is stale and the darkness seems to stare back at you. Go in deeper. You descend down the winding corridor until you reach a chamber with six stone columns. Between them are alcoves with granite chests and vases. Search the chamber. As you walk into the chamber, you are ambushed by creatures that fall from the ceiling upon you. Attack them with the aid of light and light or harmony. Ja. Light? Na gut, Light ja schon. Harmony? Nein. But the Stridiger are dead in the chamber, yours to pilfer. Great, get the loot and leave. Bone great sword. Hm. Aber eine Rüstung. Für Spider-Boy. Naja. Da sind gleich zwei Lightbringers-Dörfer. Das heißt, unter Umständen können wir da halt richtig aufräumen und ein paar Punkte sammeln und alles. Aber so richtig weiß man es natürlich nie, bevor man es nie ausprobiert hat. Man muss halt schauen, wie stark muss ich dafür sein. You come across an old hut in the woods. At first it seems quite run down, but you spot smoke coming out from the chimney. Ach, das kennen wir doch. Go in and speak to her. Oh! I can make a brew with a good kick to it, if you like. Of course, there will be a price. Blessing of the body, blessing of the mind, blessing of the soul. Komm, blessing of the body für 5 Quarz? Zack. You hand over the goods and the hag pricks you with a crude curved dagger. She then spits into the blood, picks one of her wards, throws it in and eats the slimy concoction. She then throws up violently all over you and although you are utterly sick, you do feel the effects of the promised blessing. Thank her and take your leave. Also es ist schon starker Segen, aber... Das ist eklig. Aber so richtig. Ruins are old. Grab it. Safer areas. Wir wollen uns jetzt nicht verletzen, bevor wir uns dann eventuell mit Lightbringers anlegen. You come to a settlement claimed by the light. Its folk roam the, roam the streets in unison, working, crafting and plowing the fields all in silence, all together. When they spot you, they approach. You have come to join us? No, tell them you have come to talk and perhaps establish a friendship. You're either one of us or you are not. Come. Das könnte klappen mit 5. This is an abomination that defies both thermal and light. Wir kennen das. Klappt sogar überraschend gut. You destroy the Lightbringers and the village burns as if the light will not allow you a full victory. Morph material und sowas. Oh, und Gemüse. Leave. Hier haben wir nämlich noch ein paar andere. Die würde ich dann lieber so erledigen. Ja, destroy the lightbringers and bodies burn to ash. Take the stuff and leave. So, wenn Lightbringers nicht sehr positiv dastehen, ist schon klar. So. Bisschen Kräuter sammeln. Und ja, wir haben zum Beispiel ordentlich was an Gemüse und Fleisch gekriegt. Warum soll man das nicht kochen? Ach ja, und Rüstung haben wir gekriegt wieder. Ich muss mal hier überlegen, ob sich für ihn dieses Artefakt lohnen würde. Von der hat Reliable Argument. Ja, wobei das Ding hat eine 1,4er Skalierung. Der hat da eine 1,1er Skalierung und da eine 1,4er auch wieder. Also insgesamt ist das Ding besser. Können wir ihm noch dazu einen guten Schild geben, dann passt das wieder. So. Ach Quatsch, Rüstung. Ist da vielleicht was Besseres jetzt als... So kommt einiges besser, aber damit kannst du nicht mehr fliegen. Das klappt nicht. Aber das hier ist doch eine Rüstung für einen Krieger. Oh ne, macht beides 18. Hm. Aber er kann viel tragen.
Das könnte dann jetzt besser passen. Nee, ist dann ein Ticken zu schwer, zumindest mit der Axt. Wir könnten die Axt austauschen unter Umständen. Gegen das Schwert. Mir ist mehr Shielding lieber, ehrlich gesagt. Oder passt das dann damit schon wieder? Nö, immer noch nicht. Leather Gathering Tool, das sollten wir mal unserem. Macht das prozentual? Ja. Sofort dem Gatherer geben. Gut, dann bleiben wir jetzt die Nacht da und in der nächsten Nacht oder nächsten Morgen erledigen wir die. Ja, Face them with the Spirit, Kacke. Geht trotzdem, aber es ist nervig. So, die Lightbringers mögen uns nicht. Wer hätte das erwartet? Perception? Okay. Inspire, so. Wir gehen ein paar von den Lichtbringern erledigen, dass wir hier die Dörfer auf der Hauptinsel schon mal platt haben. Turmoil or Light, zack. Ah, das war ein bisschen härter. Leave. Jetzt haben wir so viel Scheiß im Inventar, dass wir mal ein bisschen was davon verwursten müssen. Ist vielleicht für den Ork die Axt ein bisschen. Ah, da ist der Hammer mir lieber. Ja, komm. Oh, warte mal, haben wir noch Leute ohne Rüstung? Inzwischen nicht mehr. Dennoch, das Ding macht 4, das Ding macht 4, 9. Okay, wir können die Rüstung definitiv auch weghauen. Genauso wie den ganzen Rest eigentlich. Das ist nicht das Problem. So, ich hoffe, dass das jetzt vom. Ja, wir sind wieder leicht genug, um ein bisschen rumzulaufen. Wir haben noch ein Stingernest hier, ne? Das ist dann wohl in der nächsten Folge dran. Aber bis dahin mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Thea 2. Und ja, dann werden weiterhin Lichtbringer ausgemerzt und der ganze andere Kram. Bis dahin. Cheerio!